Ich glaube, wir haben sie gefunden. Das hier ist sie. Weil guck mal hier rechts, ne? Da hinten hatten wir gekämpft gegen die Dingens-Typen. Ich hab sie gefunden! Ich hab sie gefunden. Jetzt müssen wir nur da irgendwie runterkommen. Das könnte das schwierigere Ding werden. Sekunde. Vielleicht auch nicht ganz so schwierig. Okay, vielleicht doch. Wie tief ist das? Was meinst du? Warte. Boah, das ist schon einiges tief. Warte, da kommen wir noch eine tiefer. Wir müssen uns nur eine Ebene für Ebene runtergraben. Ein Problem ist da bei dir schon Ende. Mit tiefer runter. Das ist zu hoch. Funktioniert. Du verlierst 5 Leben. Ach, scheiße. Hast du 5 Leben? Autsch. Gut. Okay, hier kommt man safe drauf. So. Wir haben es geschafft. Ich bin mir 100%ig sicher, sagen wir mal 99%ig sicher, dass das die Festung ist, auf der wir ausgangs... Da hinten ist eine Fackel. Wir haben's! Hier war nämlich dieser Spawner. Hier war der Spawner, den wir gerade eben noch abgebaut haben. Alter, bin ich geil oder bin ich geil? Aber hier die Fackel nehmen wir mal wieder mit. Ich hab 59, ich brauch keine Fackel. Ja, ich hab nur 13, deswegen... Scheiße, Mann, ey! Stimmt, hier hatten wir uns hinterher runter... ...gegraben, boah... Gut, dass ich doch einen relativ angenehmen Orientierungssinn habe. Muss man nur hier irgendwie wieder rausfinden, ne? Mhm. War das hier lang? Das sind zumindest überall Fackeln, ne? Ich muss wieder was essen, ne? Jetzt runter. Hier geht's rauf. Das ist doch schon. Da ist ein Skelett. Jetzt auch aufs Mal. Was droppen die denn da? Schwarzes Zeug. Hä? Nee, hier sind keine Fackeln. Das kann hier nicht. Nee, das ist hier nicht richtig. Zum Dingens sein. Okay. Kohle droppen die. Kohle. Ich sag doch, die droppen irgendein schwarzes Zeug. Also Moment mal. Wir haben hier hinten gegen den Spawner gekämpft. Ja. Von hier... Nee, da gehst du wieder zurück. Das ist falsch. Warte. So. Wo war jetzt nochmal der Spawner? Oh Gott, mir fällt gerade auf, dass ich hier über so eine Megalücke drüber gesprungen bin. So, wo war der Spawner? Der war hier unten. Gehen wir nochmal gerade zum Spawner. Und hier irgendwo? Nee. Hier? Nein. Alter, wir hatten doch gerade diesen Kack-Spawner gehabt. Ja, ich... Warte, ich glaube, ich habe... Ja, ich bin hier. Ah, gut. Weil wir sind an dem Ding vorbeigegangen, als wir da weitergegangen sind, richtig? Ja. Das heißt, wir sind von der Seite gekommen. Der Spawner war... Wo war der Spawner? Der Spawner war von uns auf der rechten Seite, als wir rauskamen. Das heißt, wir müssen in diese Richtung. Okay. Aber du läufst in die falsche. Sicher? Ja, da sind irgendwo Fackeln. Und rechts rum? Wenn wir mal hier hochgehen. Reden wir denn gerade wirklich von demselben Spawner? Da sind diese Typen nämlich noch, die nämlich noch leben.
Mhm. Scheiße, ich muss das Rennen sein lassen, ne? So, da waren diese Netherwarzen. Die Fackel führt aber hierher, ne? Wo bist du denn jetzt? Ah, hier. Da sind wir aber jetzt wieder da, wo wir gerade eben waren. Du läufst jetzt gerade im Kreis, Steffi. Du läufst jetzt immer und immer wieder im Kreis. Hier sind Fackeln runter. Da ist ein Blob. Stirb. Ich glaube, ich habe den Weg. Bist du hier? Ja. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Hier ist noch eine Truhe mit 5 Gold. Lol. Hier ist auch noch eine Truhe. Ja. Mit einem Goldschwert und Netherwarzen. Die Netherwarzen müsstest du dir mal rausholen. Ja. Dann waren wir hier ja nicht. Wenn hier noch Truhen sind, waren wir hier ja nicht. Aber hier unten waren wir, weil hier hatte ich dir noch den Aufgang gebaut. Das heißt, wir sind von hier hintergekommen. Hier ist eine Truhe, die wir schon hatten. Die hattest du, glaube ich, geplündert, weil du die ja nicht abbaust. Das ist schon wieder so ein Schleimi. Hier haben wir uns einen Gang gebaut. Guck mal. Ja, wir gehen gerade im Kreis, Carsten. Aber hatten wir uns den Gang nicht hier runter gebaut? Gehen wir ja, nicht jetzt eben. Genau richtig? Nee, eben nicht. Wir haben uns den runtergebaut und sind dann am Arsch der Welt gelandet. Ja, eben. Das heißt, wenn wir doch hier hingehen... Ach so. Ich verstehe. Wir müssen so einen Seitengang finden, wo ganz viele Fackeln auf dem Boden sind. Weißt du? Ich hab da nämlich markiert, wo wir nämlich hochkamen. Ich höre schon wieder einen Schleim. Vorsicht, hier ist so ein Schießer. Und hier ist Schleim. I don't care, ich will hier raus. Jetzt sind wir wieder falsch. Der Schleim ist auf dem Dach. Ey, das gibt es doch nicht. Hier sind ganz viele Fackeln. Warte, wo bist du? Ja. Kommt das hin? Nee, die waren an einer Stelle. Doch, da! Ich hab doch gesagt, hier sind ganz viele Fackeln. Jetzt ganz schnell raus aus diesem Nether hier, ey. Freiheit! Viel Spaß, ey. Freiheit! Oh. Beste Musik dafür, ey. Von The Walking Dead. Ich bin mal gespannt, wie viele Kommentare da drunter stehen nach dem Motto, ihr werdet sterben oder sowas. Mm. Oder ihr kommt da niemals mehr raus oder das war's mit Minecraft. Nein! Wir haben es euch gezeigt! Ja. Wir leben noch! Jetzt sterben wir. Ey. Da oben ist ein Gast. Wir leben. Wir sind Überlebende. Von Fluch 747. Ey, der kann jetzt auch Lehm. Erde kaputt machen. Finde ich aber nicht toll. Komm einfach hier rein. Einfach weg. Kommst du? Ja. Scheiß drauf, ich mach das hier zu, komm. So, ist zu. Oh.
Scheiße, und es ist natürlich jetzt dunkel. Ach, ist ja nicht schlimm. Jetzt sind wir ja hier in unserem Gebiet. Ja, ich kann aber nicht mehr rennen. Danke. Gut, dass ich 10 Stücke Fleisch mitgenommen habe. Mhm. Und 50 Stücke Melone. Mein Gott, ey. Wie man sich doch verlaufen kann und wie mein Orientierungssinn funktioniert. So. Toll, hier ist wieder die Nether-Truhe. Pack ich alles in Nether-mäßige rein. Boah. Das muss mit hinten hin. Hier war die Rüstungstruhe. Das ist auch noch Nether. Wo haben wir den Sattel und sowas? Boah, ich hab Magma-Creme bekommen. Cool. Keine Ahnung, pack ich jetzt einfach mal hier mit rein. Ferse der Rüstung packe ich hier auch mit rein. Da haben wir doch eine Truhe für gehabt. Oder nicht? Wofür? Ah, nee. Oh, guck mal hier. Das kommt mit rüber und das kommt mit rüber. Das brauchen wir für drüben. Boah. Wow. Das war echt haarig. Aber wir haben überlebt. Wir haben überlebt, ja. Keiner von uns ist gestorben, Steffi. Keiner. Selbst ich nicht. Das Let's Play jetzt auch vorbei, ne? Hä? Ich sag, dann wäre das Let's Play jetzt auch vorbei. Das ist richtig, aber weil wir ja so brillante Spieler sind, können wir noch eine Aufnahme machen. Mindestens. Ja. An dieser Stelle, liebe Freunde. Ich gehe jetzt nochmal rüber. Zum. Darf Bauhaus. Ich nicht zu Ende reden? Darf ich jetzt nicht zu Ende reden? Doch. Ja, ist ja nett von dir. Dankeschön. Bitteschön. Zu was für ein Baumhaus? Brauhaus. Ach, Brauhaus. Nennen wir es doch einfach Knusperhäuschen. Müssten wir so ein Schild noch dran machen mit so einem Bonbon oder so? Weißt du, diese... Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen? So. War das nicht so? Ich kenne mich mit so einem Scheiß nicht aus, ne? Da ist ja meine Freundin besser drin. Aber, ja, das ist ja beruflich bedingt schon. Aber ich kann mit sowas nix anfangen. Wir haben das ja auch mal mitbekommen, ne? Unsere Großeltern und so, die wollten ja auch mal sowas da mit Märchen und Gedöns, aber... Ja, wir waren ja auch damals im Märchenwald, ne? Ja, wir waren auch damals im Märchenwald, liebe Leute. Könnt ihr mal sehen. Wir haben Bildung erfahren. Nicht, dass das irgendwas gebracht hätte, aber... So ist es bei mir nicht. So, hier, nee, die jetzt nicht. Die will ich verzaubern. Ja, 14 Level ist schon ein bisschen übertrieben, oder? Nummer 7. Kann ich da auch immer das niedrigste nehmen? 3, Effizienz. Ich nehme jetzt mal 14. Ah, nee, man kriegt immer so schwer Level, ne? 5. Keine 1. Okay, irgendwie nicht so geil. Nicht so geil. Na gut. Ach komm, die können wir auch verzaubern. Nehmen wir jetzt mal 14er, Effizienz 2. Wow! So! Wow! Ist ja unglaublich! Hey! Da tut Gut. sich nichts mehr. Was ist denn da los? Hä? Hallo. Hä? Tut sich nichts mehr. Was denn? Hier am Brauchstand. Ja, auf jeden Fall, liebe Freunde! Damit endet die nächste Runde hier bei Let's Play Minecraft das Schloss. Mann, das war jetzt aber echt nervenaufreibend. Boy. Herrgott Sacramento! Glück auf! Technischer Fortschritt. Glück auf erzielt. Ach nee, da Schluck doch, auf. Schluck auf hast du erzielt. Ja. Ja, wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen. Hoffen, dass euch diese Aufnahmeserie mit ein bisschen weniger Bauen und ein bisschen mehr Rumlauferei trotzdem gefallen hat. Mhm.
würden uns freuen, wenn ihr auch in der nächsten Aufnahme, die ja Gott sei Dank noch existieren wird, ja, wieder einschaltet zu Let's Play Minecraft, das Schloss hier auf dem Kanal Yabu LP. Und zu guter Letzt, wie immer, Steffi, willst du es mal übernehmen? Was soll ich übernehmen? Was ich immer als Abschluss sage. Macht's gut und so. Nee. Wir haben unten in der Videobeschreibung alles Mögliche verlinkt zu unserem Kanal. Ach so, wegen Facebook. Zum Beispiel, ja. Ja, immer schön drauf gucken, liebe Leute. Da findet ihr alles, was aktuell ist. Wenn ihr natürlich keinen YouTube-Account habt zum Beispiel oder kein Google Plus-Account, weil ihr keinen Bock habt auf Google Plus fürs Kommentare schreiben, könnt ihr auf Facebook uns in die Liste hinzufügen. Also hier gefällt mir und so. Denn dort sind wir auch vertreten. Kommt aber unregelmäßiger. Die Erscheinungen, einfach weil wir auf YouTube einfach einen geplanten Zeitpunkt eingeben können, das aber leider nicht sofort auf Facebook verlinken können, ja, sondern das immer per Hand machen müssen. Das geht leider nicht. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine Facebook-Fanseite aufgebaut, die ihr natürlich herzlich gerne benutzen dürft. Ansonsten haben wir auch eine Wunschliste und einen Upload-Plan, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut rein, wenn es euch denn, wie sagt man, geliebt, beliebt? Wenn es euch gefällt. Wenn es euch gefällt. Oder, ja. Wenn ihr Lust drauf habt. Irgendwie sowas, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Bis morgen. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.